Das war der RSA-Tagesreport mit Michael Gral. Schlagzeilen gibt es um 6:30. Den nächsten Report dann um 7:05. Uhr, hier ist Radio Schleswig-Holstein. Heute fangen wir ausnahmsweise mal mit den Temperaturen an, meine Damen und Herren. Mal was anderes. List 5, Schleswig-Kiel, Neumünster, Lübeck und Hamburg 4, Schwerin 5, Rostock 1 Grad. RSH Verkehrsfunk, Hamburg, Rothenburgs Ort. Vor den neuen Elbbrücken B4 und B75 stadtauswärts stockender Verkehr ab Heidenkampsweg bzw. Amsingstraße durch hohes Verkehrsaufkommen. Hamburg-Lock steht auf der Julius-Vosseler-Straße, befindet sich in Höhe Oddanskamp in Richtung Kieler Straße. Eine größere Ölspur auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in diesem Bereich besonders vorsichtig. Hamburg-Bramfeld auf der Bramfelder Chaussee, das ist die B434, ist in Höhe Rahnstraße wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen je Richtung frei, stadtauswärts stockender Verkehr. Die Fährverbindung Pellworm-Nordstrand. Für morgen sind Fahrplanänderungen vorgesehen. Auskünfte erteilt die Reederei. Und schließlich eine Vermisstenmeldung. Vermisst wird seit gestern gegen 22 Uhr der 64-jährige Rainer Leitz aus Wiek auf Föhr. Er ist ca. 1,75 Meter groß und korpulent. Bekleidet ist er mit einer grauen Strickjacke, braunem Pullover, brauner Hose, beigefarbener Pudelmütze und halbhohen hellbraunen Stiefeln. Herr Leitz ist geistig verwirrt und hilfsbedürftig. Wer Angaben über den Aufenthaltsort von Herrn Leitz machen kann, wende sich bitte an die Polizei in Wiek auf Föhr oder jede andere Polizeidienststelle. Hallo Autofahrer, wenn Sie beim Autokauf wirklich Überblick haben wollen, kommen Sie einfach gleich zur Kieler Automeile. Die Meile mit dem größten Angebot in Schleswig-Holstein. Kiel-Eckernförder Straße.
Wer singt, der kann kein schlechter Mensch sein, sagte ... Den Namen tragen Sie bitte selber nach, dann haben Sie kreativ am Schöpfungsprozess dieser McFly-Sendung teilgenommen, meine Damen und Herren. Und wer, ich frage Sie, wer kann das heute schon von sich behaupten? Don't fall.
Beeren der Berlinale sind vergeben. Wer welche bekommen hat, wie die diesjährige Stimmung auf den Berliner Filmfestspielen war und welche Filme sich lohnen, das erfahren Sie bei uns im Vorhang. Weitere Themen unseres Kulturmagazins sind eine Arztpraxis als Gesamtkunstwerk und die Budenbrooks, die vor 90 Jahren erschienen. Kultur bei RSH im Vorhang ab 23 Uhr. Kaiser, gut, dass ich Sie treffe. Hallo. Na, da haben Sie aber einen tollen Baum gekauft. Sagen Sie mal, ist der nicht eine Nummer zu groß für einen Balkon? Ach, nichts mehr mit Balkon. Hab mir doch ein Häuschen mit Garten gekauft. Na, und da brauche ich dringend Ihren Rat für meine Versicherung. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Aber gern. Ach, wenn der Garten doch bloß schon fertig wäre. Sehen Sie das doch positiv. Nichts ist so entspannend wie Gartenarbeit. Hm? Heute habe ich mir was ganz Besonderes aus dem Käseregal gefischt. Den Blue Bayou Weichkäse. Der ist natürlich gereift, bekömmlich und schmeckt cremig pikant. Blue Bayou von Bergader. Da zergeht nicht nur der Name auf der Zunge. Die Nachrichten. Vor der Küste Australiens wurde ein neues Riff entdeckt. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautete, kommt AC/DC im Frühjahr auf Deutschland-Tournee. Die weiteren Aussichten? The Razor's Edge, das Chartalbum von AC/DC. Vitell ist Musik, Vitell ist Harmonie, Vitell bringt den Schwung. Energie wie noch nie, Vitell weckt Vitalität. Vitell weckt Vitalität. Was würden Sie tun, wenn Sie drei fröhliche Kinder hätten und eine liebe Frau? Und alle würden Ihnen zu verstehen geben, dass Sie neue Schuhe brauchen. Sie würden verzweifeln? Ich nicht. Ich würde ins Reno-Schuhzentrum gehen. Riesige Auswahl, klitzekleine Preise. Das Reno-Schuhzentrum. Schuhe, nichts als Schuhe. Zu familienfreundlichen Preisen. Die schönsten Pausen sind Lieder. Ich hab einen Fünfer, Mama. Bist halt nicht der Schlauste. Doch, ich hab den Fünfer Vorratspack von Mika Lieder Pause gekauft. Hm? Und dabei Geld gespart. Vielleicht wirst du ja doch mal Bundeskanzler, Helmut. Die schönsten Pausen sind Lieder. Mika Lieder Pause. Jetzt neu im günstigen Fünfer Vorratspack. Des Nordens. 18:30 Uhr, RSH-Service mit Verkehr, Wetter, den Schlagzeilen der Reportredaktion und Sport. RSH-Verkehrsfunk Hamburg-Lock steht auf der Julius-Fosseler-Straße, ist die Ölspur abgestreut worden. Alle anderen Verkehrsstörungen haben sich erledigt. Das Nordwetter heute Abend und in der Nacht ist es zunächst gering bewölkt. Später bilden sich erneut Hochnebel oder Nebelfelder. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen 0 und minus 4 Grad. Stellenweise besteht dabei die Gefahr von Reifglätte. Morgen ist es nach teilweise zögernder Bodennebelauflösung überwiegend heiter und trocken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad. Der anfangs noch schwache Nordostwind lebt aus östlichen Richtungen auf. Die Schlagzeilen der Reportredaktion. Der amerikanische Präsident Bush hat ungeachtet des irakischen Rückzugs eine Fortsetzung des Krieges angekündigt. Bush bezeichnete die Rede Saddam Husseins als empörend. Es handelte sich nicht um einen Rückzug, sondern um ein Zurückweichen geschlagener Truppen. Irakische Soldaten halten sich nach Angaben von US-General Neill noch an vielen Stellen in Kuwait auf. Insgesamt 21 irakische Divisionen seien vernichtet oder kampfunfähig. Es gebe aber keinerlei Anzeichen, dass alle Iraker ihre Waffen niederlegten. Nach Telefongesprächen mit seinen Amtskollegen in Paris und London hat Außenminister Genscher volle westliche Übereinstimmung zur Lage am Golf festgestellt. Alle drei Außenminister waren sich einig, dass Saddam Hussein alle UNO-Resolutionen zu akzeptieren habe. SPD-Chef Vogel hat die Bonner Steuerbeschlüsse scharf kritisiert. Er sprach vom unverfrorensten Täuschungsmanöver seit Beginn der Bundesrepublik. Soweit die Schlagzeilen der Reportredaktion. Nächste Meldungen um 7:05. Sicherheit für Deutschlands Norden, Provinzial. Sport
um halb. Ein Service der Provinzialversicherung. Schwierige Lose gab es für die deutschen Handballfrauen bei der heutigen Auslosung für das Halbfinale im Europapokal in Zürich. Buxtehude trifft dort auf den elfmaligen Europapokalgewinner Spartak Kiew. Im IAF-Pokal kommt es zum innerdeutschen Duell zwischen Vorwärts Frankfurt an der Oder und Bayer Leverkusen. Meister Lützelinden muss sich mit dem sowjetischen Team von Rostow auseinandersetzen. Glückslose dagegen für die deutschen Männer. DAB-Pokalsieger Milbertshofen muss gegen Prag Westbrem aus Ungarn antreten und Tusem Essen trifft im IAF-Pokal auf die jugoslawische Mannschaft von Banja Luka. Pech für Hansa Rostock. Jens Kunert, Stammtorwart des Spitzenreiters der Fußball-Oberliga Nordost, wird seinem Verein im Kampf um die Qualifikation zur Bundesliga wahrscheinlich bis zum Saisonende fehlen. Der 24 Jahre alte Keeper erlitt heute eine Schulterverletzung. Am Freitagabend wird beim Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena mit dem 19-jährigen Daniel Hoffmann deshalb ein Oberliga-Debütant zwischen den Rostocker Pfosten stehen. Anke Huber hat beim Tennisturnier im amerikanischen Palm Springs die zweite Runde erreicht. Die an 9 gesetzte Heidelbergerin gewann gegen die Kanadierin Rini Simpson-Alter mit 6:3, 4:6 und 6:1. Das frühe Aus kam dagegen für zwei deutsche Tennisprofis beim ATP-Turnier in Rotterdam. In der ersten Runde scheiterten bereits Derek Jähl am Italiener Camporese sowie der Neusser Christian Zacciano am Schweden Kulti. Kurz und aktuell. Fußball. Bundesliga-Nachholspiel St. Pauli gegen Hertha BSC Berlin jetzt am 5. März um 20 Uhr. Und noch einmal Fußball. Nord- und Südkorea erstmals wieder seit 1945 bei einem Sportereignis mit einer Mannschaft. Junioren treten im Sommer bei WM in Portugal an. Biathlon. Deutscher Doppelsieg bei Junioren-WM in Ungarn. Über 15 Kilometer Gold für Kersten Heinmann. Silber ging an Markus Kwapik. Markus Hansel für RSH. Das war Sport um halb. Ein Service der Provinzial. Die Versicherung im Norden, die Ihnen Ihre ganz persönliche Versorgungsanalyse erstellt. Steinhöfel Show um 6.
If you want something to play with, go and find your set of toys. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will, girl, you know. Ich will Ihnen das gerne mal erklären, wie das Programm bei Radio Schleswig-Holstein funktioniert, jedenfalls in McFly. Die Freundin unserer Chefs heißt Ursula. Und Ursula findet dieses Lied tierisch von Don Johnson, Tell It Like It Is. Und wenn ich nun ein Lied spiele, das die Freundin vom Chef gut findet, können Sie sich ja vorstellen, wie meine Karten sind bei der nächsten Gehaltsverhandlung, nicht? Can't you see?
So schnell ist manchmal Schluss. Einer muss das im Moment ganz besonders deutlich feststellen und ich persönlich finde das ausgesprochen angenehm, wenn Sie wissen, was ich meine oder wen, das war McFly. Mit Joachim Steiner, wir hören uns wieder morgen um 18 Uhr. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Crush the speaker that booms.
emotions. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of kid. Don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, hit my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Weiterkämpfe in Kuwait. Einzelheiten gleich im Report. Probleme. Hilfe beim RSH-Ohr. Telefon Kiel 0431 und dann 94011. Noch bis 21 Uhr. Psst, hallo. Sie sind doch der Osterhase. Wie sieht das denn aus mit der Osterüberraschung für Ihre Frau? Wie? Noch gar nicht drüber nachgedacht? Also ich weiß was. Bei Christ ist Frühlingserwachen. Ja, Frühlingserwachen bei Christ. Das strahlt und glänzt und glitzert. Ja, das wäre doch mal was. Schmuck von Christ in die Nester. Ist doch die Osterüberraschung. Nein, ist nicht zu teuer. Kriegen ja auch nur die, die man besonders lieb hat. Also, los hoppeln zum Frühlingserwachen bei Christ. Ab 28.02. Kosemännchen, Sie sind die Beste. Herzlichen Glückwunsch zur Geistesblitz-Trophäe. Oh, Herr Doktor. Geistesblitz-Trophäe? Ja, für Ihre Idee zur Kostensenkung. Wir mieten bei Autohansa und können jetzt die Autos bei über 200 Stationen mieten und abgeben. Ohne extra Kosten für die Rückführung, auch abseits der Flughafenzentren. Autohansa Autovermietung. Wir bringen Sie weiter. Und nun die gesamtdeutsche Preisfrage. Was ist das? In Hamburg sagt man echt spitze. In Dresden ist ja großartig. Und in Bayern? Jalala hüti. Das heißgeliebte Nippon. Crispe Schokohäppchen aus luftig leichtem Knusperreis in zarter Vollmilchschokolade. Leicht durchs Leben mit Nippon. Halbstark. Die wilden 50er und 60er gibt's jetzt auf einem Doppelalbum. Halbstark mit Ted Herold, Rita Pavone, Peter Kraus, Trafi Deutscher und vielen anderen. Halbstark, die besten deutschen Rock'n'Roll-Songs der 50er und 60er Jahre. Jetzt als CD MCLP von Elektrola. Ist. Er braucht ein Auto wie den Sierra Touring, das neue Sondermodell von Ford. Geräumig ist es, sicher und komfortabel.
Ein Auto für die ganze Familie. Der Sierra Touring steht für Sie beim Ford-Händler zu einer Probefahrt bereit. Die Zeit 5:07. Der RSH-Report mit Michael Grahl. Ungeachtet des irakischen Rückzugs aus Kuwait-Stadt geht der Golfkrieg weiter. US-Präsident Bush bezeichnete heute die Rede des irakischen Staatspräsidenten Hussein als ein Verbrechen. Saddam Hussein sei nicht an Frieden interessiert. Er wolle seine Kräfte nur neu gruppieren und an einem anderen Tag weiterkämpfen. Unterdessen hat der UNO-Sicherheitsrat in New York seine Beratungen über den Golfkrieg fortgesetzt. Die Sowjetunion forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York haben die Sowjets für einen sofortigen Waffenstillstand plädiert. Aber bisher konnte sich der Sicherheitsrat noch zu keiner Entscheidung durchringen. Die Sitzungen hinter geschlossener Tür gehen weiter und man konnte hier erfahren, dass die Vertreter der Sowjetunion auch die Amerikaner aufgefordert haben, in dieser neuen Situation ein, Zitat, verantwortliches Verhalten an den Tag zu legen. Ansonsten würden die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen nachhaltig belastet. Doch Präsident George Bush ließ in seiner Ansprache heute Nachmittag keinen Zweifel daran, dass der Krieg weitergeht und er die Kapitulation will, die Kapitulation von Saddam Hussein. Susanne Mathiesen aus dem WGST News Center in Atlanta für RSH. Irakische Soldaten halten sich offenbar noch in weiten Teilen Kuwaits auf. Am internationalen Flughafen Kuwait-Stadt wurde eine Panzerschlacht ausgetragen, berichtete US-General Neil in Riyadh. Der Krieg ist nicht vorüber. Teile der irakischen Armee sind noch immer in Kuwait, einschließlich Kuwait City, und bleiben eine Bedrohung für die alliierten Streitkräfte und die Bevölkerung von Kuwait City. Unser Einsatzplan ist der ursprünglichen Zeitplanung voraus. Wir fahren mit unseren Angriffen von Land, See und Luft aus fort. Die alliierten Streitkräfte haben bereits 21 Divisionen der Iraker ganz einfach überrannt. Wie Kommandant Schwarzkopf neulich voraussagte, kollabiert die irakische Streitmacht an der gesamten Front. Was Saddam beschrieben hat, sieht wie ein Rückzug aus. Ein Rückzug ist laut Definition ein Abmarsch einer Armee ohne Druck einer gegnerischen Armee. Eine Flucht ist ein Abmarsch von Truppen unter den Angriffen und dem Druck des Gegners. Die irakische Armee ist voll auf der Flucht. Retreat is when you are required to pull your forces back as required by action of the attacking forces. The Iraqi army is in full retreat. Die Worte des US-Generals Neil, übersetzt von meinem Kollegen Volker Mittmann. Die Bonner Koalition hat sich heute auf massive Steuererhöhungen geeinigt. Dabei wurde ein auf ein Jahr befristeter Zuschlag auf die Lohn- und Einkommensteuer sowie auf die Körperschaftssteuer in Höhe von 7,5% beschlossen. Außerdem wurde die Mineralölsteuer, die Erdgas- und die Versicherungssteuer sowie die Tabaksteuer erhöht. 1993 soll auch die Mehrwertsteuer angehoben werden. Gibt die Landesregierung zu viel Geld für Gutachten aus? Diesen Vorwurf musste sich die Engholm-Regierung heute von der CDU-Opposition gefallen lassen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Eberhard Dall-Aster sprach in Kiel wörtlich von einer Inflation von Beratungs- und Gutachterverträgen. In einer Antwort auf eine sogenannte Kleine Anfrage der CDU schreibt die Landesregierung, die Zahl der Gutachterverträge sei von 45 im Jahr 1988 auf 136 im vergangenen Jahr angestiegen. Dies, so Dall-Aster, bedeutet eine Steigerungsrate von 300%. Gleichzeitig seien auch die Honorare für die Berater von knapp 700.000 auf rund 3,7 Millionen Mark gestiegen. Nun müsse man sich fragen, meinte Dall-Aster, wie viel Kompetenz der SPD-Regierung eigentlich ihren eigenen Angestellten noch zutraue. Die Landesregierung reagierte auf die Kritik mit dem Satz, sie werde sich auch weiterhin des unverzichtbaren Expertenrats bedienen. Hermann Meyerhoff aus dem Landeshaus für RSH. Das war der Report mit Michael Grahl, Schlagzeilen der Reportredaktion um 7:30.